Hi Ladies, ich wurde gebeten, ein Video zu machen über Hautpflege, also was ich benutze für die tägliche Hautpflege. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich schmunzeln, das sind keine High-End-Produkte. Es sind, also den ganzen Sommer über habe ich neue Produkte benutzt, also von L'Oreal, also neu für mich, die sind jetzt nicht neu, außer diese Sugar Scrubs, die sind neu. Und gehe ich dem Wunsch mal nach und zeige euch mal diese Produkte. Also das ist jetzt keine teuren Serien oder irrsinnig teure Augencremes oder habe ich alles früher schon probiert. Ich habe, glaubt mir, da ich aus der Beauty-Branche bin, habe ich sehr, sehr viel schon ausprobiert. Ich glaube, es macht ein schönes Hautbild, glaube ich, nochmal von vorne, macht die Regelmäßigkeit, also die regelmäßige Pflege. Pflege, das fängt bei der Reinigung an und endet bei einer Maske, mindestens einmal wöchentlich. Als Reinigung benutze ich nach wie vor, das ist jetzt nicht von L'Oreal, das ist dieser Caudalie Reinigungsschaum. Den kennen einige von euch schon. Kostet so um die 15 Euro in der Apotheke. Gibt sie zurzeit im Zweierpack für 22 Euro. Ist natürlich sehr günstig. Es ist ein Wässerchen. Und erst wenn ihr das hier rauspumpt, wird es zu einem leichten, fluffigen Schaum. Traubenextrakt und Salbei ist darin enthalten. Wird aufs feuchte Gesicht aufgegeben. Man kann auch zur Not das Augen-Make-up mit entfernen. Zurück bleibt ein klares, frisches, tolles Hautgefühl, ist für jeden Hauttyp gedacht, geeignet, kann ich wärmstens empfehlen, ist teuer, aber auch sehr, sehr sparsam. Nicht schütteln das Produkt, jetzt werde ich auch noch heiser, also nicht schütteln, das ist wie gesagt so ein Wässerchen und wenn ihr, das ist ein ganz besonderer Spender, kommt dann so ein fluffiger Schaum raus. Seht ihr? So. Und die ganze Sache wird mit Wasser wieder abgenommen. Einmal die Woche benutze ich ein Peeling. Derzeit, also seit Juni, diese Sugar Scrubs von L'Oreal. Da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Sorten. Dieses speziell ist mit Kiwisamen. Also das sind so eine Erwärmung, also diese Textur erwärmt sich. In dem Moment, wo ihr sie vermischt auf euren Fingern, ist eine sich erwärmende Textur mit 3 verschiedene Zuckersorten und natürlich im Kiwisamen, seht ihr die schwarzen Punkte darin, auf das feuchte Gesicht aufgeben und mit viel Wasser wieder abnehmen. Kostet 9,95 Euro und also nicht so stark rubbeln und reiben. Zurück bleibt ein toller Teint, duftender toller Teint, ist für jeden Hauttyp auch geeignet. Jetzt für eine Mischhaut, für eine leicht ölige Haut, auch für die empfindliche Haut. Einfach jetzt nicht mit dem Bürstchen, nur mit den Fingerkuppen ganz leicht einmassieren. Für die Tagespflege nehme ich eine Creme, das traue ich mich überhaupt nicht zu sagen. Die kostet 2,95 Euro. Ist jetzt nicht mal die hochwertige von L'Oreal. Das ist eine sehr, sehr preiswerte Hydroactive 3 Sensitive. Ist auch für jeden Hauttyp, also für eine sensible, aber auch für eine normale Haut geeignet, auch für eine reife Haut geeignet. Eine ganz, das ist so eine musige Textur, duftet sehr angenehm, hinterlässt ein tolles Hautgefühl, wirklich den ganzen Tag über. Ideal als Make-up-Unterlage oder generell als Tagespflege. Polstert die Haut schön auf. Ihr habt nicht den Tag über so ein Spannungsgefühl, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich benutze die auch für den Hals und fürs Dekolleté. Also ihr seht, das sind keine großen Aufreger. Und so ein ähnliches Modell, allerdings 55 plus habe ich hier, das ist der Anti-Falten-Experte für die Nacht. Ihr seht, ich bin schon fast durch. Auch eine cremige Textur. Riecht ein bisschen, aber sehr, sehr angenehm. Ist also für die reifere Haut gedacht und mildert auch so etwas tiefer liegende Fältchen schon. Also man wacht morgens auf und hat eine entspannte Gesichtshaut.
Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe die mal mitgenommen und dachte, das wird sowieso nichts. Aber bei dem Preis, ich wollte es einfach mal probieren, weil ich immer sehr, sehr teure Cremes benutzt habe. Und dachte, das muss doch möglich sein. L'Oréal macht so viel Werbung, auch mit sehr bekannten TV-Stars oder auch Hollywood-Stars, dachte ich mir, ich muss das mal probieren. Fange ich doch mal ganz unten an mit den preiswertesten Produkten. Wenn die nichts sind, nehme ich sie für die Hand oder für die Füße oder whatever. Aber ich bin so überrascht, so positiv überrascht, dass ich die Idee von der Zuschauerin ganz toll fand, mit stell doch bitte mal deine Hautprodukte vor, also die du für deine tägliche Pflege benutzt. Ähnlich verhält es sich hiermit. Das ist relativ neu auf dem Markt, das ist dieses Hydra Genius, das ist ein Feuchtigkeitsfluid Aloe Water. Das riecht ein bisschen intensiver, das mag vielleicht nicht jeder, aber es ist genial. Das ist so ein richtiger Feuchtigkeitsbooster. Ich hatte das auch in den Sommerferien benutzt, wie ein After Sun, und hinterlässt jetzt auch kein, also verbindet sich sofort mit der Haut und hinterlässt auch nicht keinen Fettfilm, kein Kleben. Wie gesagt, das Einzige wäre vielleicht der Geruch. Der Geruch ist angenehm, auf jeden Fall. Natürlich ist er parfümiert, aber das mag ja nicht jeder. Aber es ist ein angenehmer Grund. Ihr seht, auch hiermit bin ich fast durch und ich werde mir auf jeden Fall diese Produkte wieder kaufen von L'Oréal. Ich bin jetzt erstmal also wirklich auf L'Oréal eingeschossen. Also hätte ich nicht für möglich gehalten. Achso, dieses Zeug kostet 9,95 Euro, also ein Serum. Das könnt ihr, ich gebe das immer unter der Tagespflege und auch unter der Nachtpflege auf. Ist ein bisschen, klar, ist ein bisschen Aufwand, was wir mit unserer Haut so alles machen müssen. Aber es lohnt sich, wenn man diese regelmäßige Pflege in seinen Alltag als Ritual mit einbaut. Was habe ich noch? Was benutze ich noch? Augencreme. Da habe ich die von Dr. Hauschka, die ist jetzt leer. Bist du auch, Hauschka? Und nun habe ich was ganz Irres entdeckt für mich. Also, das ist Augenlippenmaske von Shebens. Das sind 4 so kleine Tütchen und reicht so für 2-3 Tage. Kann man sich als Maske aufgeben, unter die Augen auf. Das liegt hier oben über der Oberlippe. Oder könnt ihr auch hier runterziehen, diese Nasolabialfalte. Alles ein bisschen versorgen mit Wirkstoffen. Prädikat sehr gut. Reduziert Falten und glättet Tränensäcke. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist mit... das ist mit pflegenden Ölen. Jojobaöl und Q10 und Panthenol. Und diese Sache gebe ich mir jetzt als Augencreme auf. Und es ist... Gut, man muss es sehr sanft und eine Zeit lang einklopfen und einziehen lassen. Jetzt nicht unbedingt gleich danach ein Make-up machen. Das braucht so ein bisschen seine Zeit, bis es eingezogen ist, aber oft habe ich das Gefühl, auch bei Hauschka gehabt, nach einer gewissen Zeit, dass die Haut um die Augen herum so austrocknet und das ist bei der nicht, also das ist jetzt meine umfunktionierte Augencreme und wer jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann ich nur empfehlen. Also Shebens gibt es in jedem Drogeriemarkt. Ein Tonic benutze ich nicht. Dafür nehme ich this one, das Rosenwasser, das heißgeliebte Rosenwasser, das nehme ich eigentlich für alles. Wenn ich mich abgeschminkt habe, also jetzt, ob das jetzt mit dem Schaum ist, ob das mit Kokosfett ist, ich benutze das Rosenwasser für danach nochmal als Pflege auf dem Pad, um mir die Augenpartie schön damit, weil das entspannt sich auch, das ist ja auch feuchtigkeitsspendend. Wenn man sich einen Pickel ausdrückt, weil Rosenwasser wirkt auch desinfizierend, als Fixierung fürs Make-up, generell zum Erfrischen und auch als Tonic. Und was ich auch mache, wenn man sich zum Beispiel rasiert, ne, die Beine rasiert, ist die Haut ja auch so ein bisschen irritiert und es ist günstig, wenn man, bevor man sich eincremt, auf die Haut, auf die Beinhaut so ein bisschen Rosenwasser aufgibt, das ein bisschen verwischt, einziehen lässt und dann die normale Pflegelotion aufgibt. Das Kokosöl, äußerlich angewendet, ist auch so ein Allrounder für alles Mögliche. Benutze ich hier für die Finger. Ich schminke mich auch ab und zu ganz gerne damit ab. Was ich mir auch angewöhnt habe, weil ich kein Augen-Make-up-Entferner mehr hatte, das heißt, ich habe welche stehen, aber die sind nicht gut. Ich habe verschiedene Augen-Make-up-Entferner und
Danach brennen meine Augen, ich sehe immer aus wie so ein Karnickel. Und ich nehme jetzt dieses Kokosöl zum Abreinigen, wische das mit dem Pad dann ab und gehe dann mit dem Pad Rosenwasser darüber. Ja? Somit sind die Augen gepflegt, die Wimpern sind gepflegt, braucht man nicht unbedingt noch ein Serum. Ihr seht, das ist wirklich Minimalismus hier. Ne? Und dann habe ich noch so ab und an, was ich ganz gerne benutze, sind diese solche Augenpads, die von Garnier, die muss ich noch ausprobieren. Das sind von Hollywood Skin, gibt es da verschiedene mit Hyaluronsäure und verschiedenen Extrakten. Die sind auch praktisch, besonders wenn man jetzt so ein bisschen müde und kaputt aussieht und irgendwas vorhat und schnell diesen Kick haben möchte, diesen Wow-Effekt, sind die wunderbar. Und Masken. Masken können wir nicht genug machen. Im Sommer habe ich fast täglich eine Feuchtigkeitsmaske gemacht. Meine Lieblingsmasken sind die von Garnier und auch die von Sephora. Einmal habe ich die mit Litchi und einmal mit Rose. Entspannung, Glowy, Feuchtigkeit, also Sephora Tuchmasken. Ist auch so ein Biofaser. Ist eine sehr, sehr schöne. Also die mit Litchi ist ganz wunderbar. Also ihr seht, das ist relativ unspektakulär, ne? Also keine teuren Serien und Shishi, dass je älter ich werde, habe ich festgestellt, desto minimalistischer werde ich. Und was ich auch ganz gut finde, ich möchte nicht 100.000 Sachen in meinem Bad stehen haben. Sie angebrochen haben, dann stehen sie da rum und dann werden sie ja nicht besser. Ihr könnt ja mal draufschauen, auf jeder Packung ist so ein Haltbarkeitsdatum. Das heißt, dass irgendwie so eine Schachtel dann, sobald das aufgemacht ist, stehen 6 Monate, 12 Monate oder 36 Monate. Und gerade bei so hochwertigen Serien oder Augencremes, wenn die einmal angebrochen sind, müssen die eigentlich in einem Rutsch weg. Und also ich habe auch schon viele Produkte gehabt, die viel versprachen und nicht besonders für mein Empfinden gut waren. Und es ist ja irrsinnig viel Geld, was wir da rausschmeißen. Und man zahlt natürlich auch den Namen mit. Es gibt natürlich auch hochwertige, tolle Produkte, also mit einem und toller Name dahinter steht, aber wir zahlen den ja mit, ne? Und L'Oréal ist ja nun der Kosmetikriese weltweit schlechthin. Man liebt oder man hasst L'Oréal. Da gibt es ja dann wieder die Aufschrei um Gottes Willen, Tierversuche hin und vorne. Dazu möchte ich mich jetzt nicht weiter äußern. Bitte, das ist nicht mein Thema. Es muss jeder für sich selber wissen oder entscheiden, was er macht, was er nicht macht. Ich meine, nee, ich möchte jetzt nicht über Tierversuche reden. Aber weil ich öfter Kommentare dann also nach Vorstellung von L'Oréal-Produkten habe, wo es dann darum geht, ja, aber weißt du denn nicht das und so weiter. Nun gut. Zwei Cremes haben es mir angetan. Hydra Active 3 und den Antifalten-Experte. Einmal 2,95, einmal 4,95. Das Hydra Genius von L'Oréal. Das für mich absolut unentbehrliche Rosenwasser. Kokosfett für die Reinigung nehme ich auch gerne das Caudalie oder mein anderes da mit diesem Spinat. Das habe ich euch auch mal vorgestellt. Und L'Oréal-Produkte, Reinigungsprodukte werde ich mir auch noch mal irgendwie so zu Gemüte führen. Und diese Sugar Scrubs. Klärendes Peeling. Das war es eigentlich schon. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen. Ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis dann, ciao.